Südafrika gearbeitet hat. Die beiden werden die Kernergebnisse unserer Studie präsentieren. Im Anschluss wird Simpiwe Dada auf Englisch einige Fragen zu den von uns dokumentierten Fällen zum Pestizideinsatz auf Zitrusfarmen in Südafrika beantworten. Seine Antworten wird Jan Urhahn von der Rosa-Luxemburg-Stiftung netterweise für uns übersetzen. Danach wird Fran Paula de Castro ebenfalls ein paar Fragen beantworten zu den zwei Fällen aus Brasilien, die die Vergiftung indigener Gruppen durch Pestizidsprüheinsätze dokumentieren. Auch ihr Input wird konsekutiv übersetzt. Und danach haben wir dann noch Zeit für Fragen von euch, die ihr, wie gesagt, jederzeit in das F&A-Fenster unten notieren könnt. Ja, jetzt übergebe ich an Sarah und Ben. Ja, vielen Dank, Lena. Hallo auch von meiner Seite. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt zunächst beginnen. Sarah Schneider wird dann fortfahren und wir wollen die Kernergebnisse unserer Studie darstellen. Dazu versuche ich jetzt die PowerPoint zu aktivieren. Einen Augenblick. Zunächst der Überblick. Ich werde anfangs kurz auf Kernbegriffe eingehen, die für unsere Studie wichtig sind. Ich werde einmal darüber sprechen, was wir unter Doppelstandard verstehen und zum anderen auf die Begrifflichkeit hochgefährliche Pestizide eingehen und dann die Kernergebnisse, was die Vermarktung, den Bereich Vermarktung der Pestizide angeht. Anschließend wird Sarah Schneider dann über die allgemeinen Auswirkungen sprechen, kurz darstellen, was aktuell sozusagen bestehende Regulierungsdimensionen sind, die es schon gibt, und unsere Kernforderungen formulieren. Definition zunächst. Was verstehen wir unter Doppelstandards? In der EU funktioniert die Regulierung im Kern auf zwei Ebenen. Es ist so, die Mitgliedstaaten sind durchaus beteiligt, aber im Kern ist es so, dass die EU-Kommission über die Genehmigung der Wirkstoffe entscheidet und die EU-Mitgliedstaaten ihrerseits über die Zulassung der konkreten Pestizidprodukte, die auf diesen Wirkstoffen basieren. Das sind sozusagen die zwei Ebenen, die wir in der EU haben. Im Kern ist es so, dass die Gesetzgebung der Mitgliedstaaten bisher erlaubt, die Produktion und die Ausfuhr auch von Wirkstoffen in Drittländer, also außerhalb der EU, auch wenn diese Produkte sozusagen die Wirkstoffe in der EU selber nicht genehmigt sind. Und wir haben in Brasilien, in Südafrika konkret die Situation, und das haben wir in vielen Ländern des globalen Südens, dass die Regulierung deutlich schwächer ist. In Brasilien ist es beispielsweise so, dass unter der Regierung Bolsonaro im letzten Jahr alleine 500 neue Produkte zugelassen wurden. Das heißt, es gibt eine deutlich schwächere, offenere Regulierung. Deshalb sprechen wir von Doppelstandard sozusagen. Die Regulierung in der EU-Kommission einerseits, in der EU einerseits und im globalen Süden andererseits. Zum zweiten Schlüsselbegriff, hochgefährliche Pestizide. Wir beziehen uns dabei auf die Definition und die Liste der Wirkstoffe des Pestizidaktionsnetzwerks. Diese wiederum basiert auf den 8 Kriterien, die die UN-Organisation FAO und WHO definiert haben und listet verschiedene Wirkstoffe, die als hochgefährlich kategorisiert werden, sozusagen in vier Bereichen. Einmal geht es um die akute Toxizität für den Menschen, dann geht es um langfristige gesundheitliche Auswirkungen. Es geht drittens um die Umweltschädlichkeit von Wirkstoffen und viertens sind auch die Wirkstoffe gelistet, die in den bestehenden Abkommen zur Pestizidregulierung bereits sozusagen im Anhang gelistet sind.
die Kernergebnisse unserer Studie, was die internationale Vermarktung betrifft. Zunächst zu BASF. Wir haben sozusagen herausgefunden, dass BASF unter eigener Marke in Südafrika 4, in Brasilien mindestens 9 Wirkstoffe vermarktet, die in der EU nicht genehmigt sind. Bayer vertreibt unter eigener Marke in Südafrika 7, in Brasilien mindestens 12 Wirkstoffe, die in der EU nicht genehmigt sind. Insgesamt zusammengenommen vermarkten die beiden Unternehmen also in Südafrika und in Brasilien 28 nicht genehmigte Wirkstoffe. Für ein Viertel dieser Wirkstoffe gilt, dass sie in der EU explizit verboten sind. Das heißt, entweder gab es ein Prüfungsverfahren und sie wurden dann abgelehnt, oder sie waren einmal genehmigt, aber die EU hat explizit diese Genehmigung widerrufen. Für die Hälfte der Wirkstoffe gilt, dass sie als hochgefährlich einzustufen sind nach PAN-Definition. Zwei Aspekte sind jetzt wichtig bei den Ergebnissen unserer Studie. Zum einen ist es zwar so, dass Deutschland zusammen mit vor allem China, USA, Frankreich eine der ganz großen Pestizidexporteure ist. Aber wenn wir jetzt von Vermarktung von Produkten durch Bayer BASF weltweit sprechen, müssen diese Pestizide jetzt nicht oder die Wirkstoffe nicht aus Deutschland exportiert worden sein, sondern können natürlich auch woanders herkommen. Der zweite zentrale Punkt, wir sprechen jetzt ausschließlich von Wirkstoffen in den selbstvermarkteten Pestizidprodukten und nicht erfasst wird die große Grauzone von Wirkstoffen, die von Bayer BASF produziert werden, aber von anderen heimischen Unternehmen, beispielsweise in Südafrika, vermarktet werden. Und das ist durchaus ein großer Bereich. Davon ist auszugehen. Wir haben dazu eben keine genauen Informationen. In Südafrika beispielsweise ist es so, dass das Land 100% der Wirkstoffe aus dem Ausland importiert. Dass HHPs, hochgefährliche Pestizide, eine zentrale Bedeutung in dem Geschäft von Bayer und BASF haben, zeigen auch Ergebnisse einer Untersuchung von McDougall, die die Organisation Public Eye im Februar publiziert hat. Diese Zahlen zeigen, dass für BASF die hochgefährlichen Pestizide ein Viertel des Umsatzes mit Wirkstoffen ausmachen und bei Bayer gar mehr als ein Drittel. Ich gehe jetzt kurz auf ausgewählte Beispiele aus Südafrika und Brasilien ein. Im Anhang unserer Studie findet ihr die Auflistung der 28 Wirkstoffe. In Südafrika ist es so, dass BASF beispielsweise Chlorpenapyr vermarktet, das dann als Insektizid verwendet wird. Der Wirkstoff gilt nach EU-Kategorien als giftig beim Einatmen und ist auf der Liste der HHPs und er ist in der EU nicht genehmigt. Das ist ein Beispiel. Ein weiteres Beispiel von Bayer ist der Wirkstoff Propinep. Propinep wird vermarktet von Bayer sowohl in Südafrika als auch in Brasilien und wird als Fungizid verwendet. Die Genehmigung in der EU wurde 2018 explizit widerrufen. Die US-Umweltschutzbehörde stuft Propinep als wahrscheinlich krebserregend ein. Und wir sehen in der rechten Spalte bei den Exporten, dass es hier um signifikante Exportmengen geht. Dann noch zwei Beispiele aus Brasilien. Zum einen Cyanamid, ein Wirkstoff, der als Herbizid genutzt wird, den BASF vermarktet. Dieser Wirkstoff ist in der EU verboten und ist mutagen und reproduktionstoxisch, also sehr giftig und wird in sehr großen Mengen aus Deutschland exportiert oder wurde 2018 aus Deutschland exportiert in großen Mengen. Ein zweites Beispiel zu Brasilien, das von Bayer vermarktet wird, ist Thiodicarb, ein Insektizid, das ebenfalls verboten ist in der EU
und von der US-Umweltschutzbehörde als wahrscheinlich krebserregend eingestuft wurde. Das ist jetzt ein Beispiel, Thiodicarb, ein Wirkstoff, der 2018 nicht aus Deutschland exportiert wurde, sondern aus einem anderen Land. Das als kurze Beispiele von Wirkstoffen. An dieser Stelle würde ich dann an Sarah Schneider übergeben. Ja, vielen Dank, Ben. Hallo an alle auch von mir. Mein Name ist Sarah Schneider und ich arbeite bei Miserior. Und ich würde dann an der Stelle direkt in die Präsentation einsteigen, wenn ihr einmal weiterklicken könntet. Zu den Auswirkungen. Wenn wir auf die Auswirkungen von Pestizideinsätzen im globalen Süden schauen, müssen wir uns auch mit der Problematik der sicheren Anwendung auseinandersetzen. Vor dem Hintergrund, dass Unternehmen immer wieder darauf verweisen, dass die Produkte sicher sind, wenn sie korrekt angewandt werden und auf der Annahme der sicheren Anwendung auch die Marktzulassung basiert. Die Praxis zeigt aber, dass in vielen Fällen die sichere Anwendung nicht gewährleistet ist. Wenn zum Beispiel in Brasilien Pestizide per Flugzeug ausgebracht werden, ohne den nötigen Mindestabstand, oder wenn Landarbeitern die Schutzkleidung fehlt. Dazu werden sicher noch mehr Beispiele kommen, wenn nachher unsere Partner aus Südafrika und Brasilien berichten. Es kommt zu akuten und zu chronischen Gesundheitsschäden, wobei insbesondere die chronischen selten erfasst werden, weil es einfach sehr schwer ist, die Kausalität zwischen chronischen Erkrankungen und einem bestimmten Pestizid herzustellen. Globale Schätzungen gehen davon aus, dass jährlich 3 Millionen Menschen weltweit wegen einer akuten Pestizidvergiftung behandelt werden. Diese Zahl beinhaltet auch Suizidversuche durch Pestizide. 25 Millionen Menschen circa erleiden weniger akute Vergiftungen und zwischen 20.000 und 40.000 Menschen sterben am Arbeitsplatz durch Pestizidvergiftungen. Diese Zahlen gehen zurück auf die WHO von 1990 und auf die ILO von 1994. Und neuere wissenschaftlich fundierte Schätzungen liegen derzeit nicht vor. Das zeigt auch die Problematik, dass diese Zahlen vernachlässigt werden. Es ist außerdem von einer hohen Dunkelziffer auszugehen, weil viele Pestizidvergiftungen aus verschiedenen Gründen nicht registriert werden. Ein Großteil der Todesfälle aufgrund von Pestizidvergiftungen entsteht in Afrika, Asien und Lateinamerika. Einmal weiter, danke. Neben den nationalen Zulassungen und Anwendungsvorgaben regeln 2 freiwillige Rahmenvereinbarungen und 4 verbindliche Konventionen den Umgang mit Pestiziden. Und zu den Freiwilligen gehören einmal der Internationale Verhaltenskodex für Pestizidmanagement, besser bekannt auch als Code of Conduct von FAO und WHO. Der formuliert freiwillige Verhaltensnormen und Empfehlungen für gute Handelspraktiken im Umgang mit Pestiziden, hat aber beispielsweise keine rechtlichen Konsequenzen, wenn es Verstöße gibt, wenn diese Empfehlungen nicht eingehalten werden. Und eine weitere freiwillige Rahmenvereinbarung ist der SICEM, der strategische Ansatz zum internationalen Chemikalienmanagement. Es gibt 4 verbindliche Konventionen, dazu zählt zum Beispiel die ILO-Konvention 155 zum Arbeitsschutz und zur Arbeitsumwelt. Hier werden zum Beispiel Aspekte definiert zur Sicherstellung der Gesundheit am Arbeitsplatz und hier geht es auch um die Sicherheit im Umgang mit chemischen Substanzen und Pestiziden. Dann gibt es das Stockholmer Übereinkommen für langlebige organische Schadstoffe. Und es gibt das Rotterdamer Übereinkommen, das ist die sogenannte PIC-Konvention. Hier geht es darum, dass Wirkstoffe, die in der PIC-Konvention gelistet sind, dass hierfür Importländer informiert werden müssen von Exportländern und explizit der Einfuhr zustimmen müssen. Und deshalb PIC, also Prior Informed Consent. Und es gibt das Montreal-Protokoll zur Reduzierung und Vermeidung von Emissionen von Chlor- und Bromhaltigen Chemikalien.
Insgesamt sind nur 3,3% der weltweit eingesetzten und gehandelten Pestizidwirkstoffe verbindlich reguliert durch eben, wie genannt, die Stockholm-Konvention, PIC-Konvention oder Montreal-Übereinkommen. Und diese Art von Regulierung bedeutet eben nicht, dass die Wirkstoffe dadurch vom Handel ausgeschlossen sind, sondern wie zum Beispiel bei der PIC eben eine Zustimmung des Importlandes eingeholt werden muss. Das heißt, dass für den Großteil des Handels und Umgangs mit Pestiziden die nationalen Gesetze und freiwilligen Leitlinien gelten und dass es eben unterschiedliche Standards in den verschiedenen Ländern gibt, die es Unternehmen ermöglichen, mit Produkten in Länder mit schwächeren Auflagen auszuweichen, wenn diese beispielsweise in der Europäischen Union nicht mehr zugelassen sind. Nächste Folie. Zu den Forderungen. Wir fordern deshalb von der Bundesregierung, auf Grundlage des Pflanzenschutzmittelgesetzes eine Verordnung zu erlassen, die den Export von Pestizidwirkstoffen verbietet, die in der EU nicht genehmigt sind. Und zwar laut § 25 Absatz 3 hat das BMEL dazu die Möglichkeit, wenn es zum Schutz von Mensch, Tier und Natur erforderlich ist. Des Weiteren fordern wir, dass sich die Bundesregierung auf globaler Ebene für ein weltweites Verbot von hochgefährlichen Pestiziden gemäß der PAN-Definition einsetzen sollte. Und drittens, dass die Bundesregierung eine deutlich bessere Transparenz herstellen sollte und Informationen zu allen Wirkstoffen und Pestiziden, die aus Deutschland in Drittländer exportiert werden, öffentlich zugänglich gemacht werden sollen. Entsprechend zu diesen Forderungen werden auch von unseren Partnerorganisationen, beispielsweise Canisa in Südafrika und Campaña Permanente in Brasilien, ähnliche Forderungen an ihre Regierungen gestellt für ein Importverbot von den Pestiziden, die in der EU und in anderen Ländern nicht mehr zugelassen sind. An die Agrarchemiekonzerne richten wir uns mit der Forderung, dass sie den Export von als hochgefährlich eingestuften Wirkstoffen gemäß der PAN-Definition in Länder des globalen Südens einstellen sollen und dass sie von PAN gelistete hochgefährliche Pestizide aus den globalen Produktportfolios nehmen. Soweit zu den Ergebnissen der Broschüre. Ich gebe zurück an Lena nach Berlin. Danke. Ja, danke, Sarah. Danke euch beiden für den spannenden Input, der, glaube ich, schon mal einen ganz guten Überblick gegeben hat. Ich habe auch gesehen, dass einige von euch Teilnehmenden schon die F&A-Funktion hier zum Fragestellen genutzt haben. Das ist super. Nochmal die Erinnerung auch an alle anderen, das könnt ihr gerne tun. Hier bereits Fragen notieren. Und am besten gleich mit Namen davor schreiben, meine Frage richtet sich an, jetzt zum Beispiel Sarah oder Ben. Das wäre für uns total hilfreich. Damit wir nicht drei Inputs hintereinander haben, wollten wir das hier ein kleines bisschen auflockern und haben eine Mini-Umfrage vorbereitet, die sich gleich schon auf unseren nächsten Input bezieht zu Südafrika, zu den Cases dort. Könnten wir diese Umfrage einmal sehen? Genau, da könnt ihr jetzt einmal abstimmen. Die Frage lautet, welche vier Länder sind die größten Pestizidexporteure nach Südafrika? Ihr seht dort verschiedene Antwortmöglichkeiten und könnt mehrfach auswählen. Also könnt da vier einfach anklicken, wenn ihr möchtet. Ich bin jetzt selber hier nicht der Host, das heißt, ich kann nicht sehen, wie viele sich schon beteiligt haben. Und würde Ben bitten, wenn hier genügend Menschen sich schon beteiligt haben, dass wir dann vielleicht gleich die Ergebnisse sehen können. Aber wir geben euch immer noch eine gute Zeit, um nachzudenken und hier zu klicken. Hier sehen wir die Ergebnisse.
Sehr viele haben auf jeden Fall gewettet, dass Deutschland unter den Top 4 ist. Ebenfalls China und USA sind ganz vorne mit dabei im Rennen. Und dann sehe ich als Nummer 4 hier die Frankreich. Die Auflösung würde ich jetzt mündlich mitteilen. Und zwar sind die 4 größten Pestizidexporteure Deutschland, USA, China und interessanterweise Belgien. Genau, wer unsere Studie schon gelesen hat heute, der konnte das auch schon nachlesen. Ich übergebe jetzt an Simpiwe und an Jan. Simpiwe wird ein bisschen was zu der Situation in Südafrika erzählen und Jan wird das freundlicherweise übersetzen. Ja, hallo, einen wunderschönen guten Abend auch aus Johannesburg in Südafrika. Simpiwe und ich werden jetzt die Hauptergebnisse unserer Studie aus Südafrika vorstellen. Ich werde jetzt immer so ein bisschen hin und her wechseln zwischen Deutsch und Englisch, damit Simpiwe auch folgen kann. Ich bin sehr froh, dass Simpiwe Dada heute dabei ist. Wie das eben schon mal gesagt wurde, arbeitet er für eine Organisation namens Canisa und er ist Mitautor unserer Studie. Simpiwe, it's a great pleasure that you're with us tonight. We're very delighted. And I just mentioned that you're also one of the authors of our paper and that you're working with an organization called Canisa. Wahrscheinlich kennen wenige von uns Canisa als eine Organisation. Deshalb würde ich Simpiwe gleich mal bitten, ganz kurz zu erzählen, wer oder was Canisa eigentlich ist. Simpiwe, I guess that many people don't know about Canisa and the work you are doing. Maybe you can just give us a very brief introduction. Thanks, Jan. Good evening. Canisa is a land rights NGO based here in South Africa, in the Eastern Cape. Our work is to support the right of small-scale farmers as well as farm workers who are working in the citrus areas of the Eastern Cape. What we do is to mobilize farm workers to establish farm workers forum. These forums are in essence a vehicle for farm workers to be able to challenge the state and the bosses regarding their rights and their aspirations for better working conditions and wages. That's what we do. Thanks. Vielen Dank. Thank you so much, Simpiwe. Canisa ist eine Landrechtsorganisation und arbeiten vor allem mit Landarbeitern, LandarbeiterInnen zusammen, auch mit Bewohnern, Bewohnerinnen auf verschiedenen Farmen, die vor allem im Zitrussektor in der Provinz Ostkap in Südafrika arbeiten. Sie machen das vor allem durch Organisierungsarbeit, die Organisierung von LandarbeiterInnen und die Bewohnerinnen auf diesen Farmen, um sie darin zu unterstützen, sich für ihre eigenen Rechte gegenüber der Regierung auf verschiedenen Ebenen, aber auch gegenüber den Farmbesitzern einzusetzen. Dazu gehören beispielsweise bessere Löhne, aber auch bessere Arbeitsbedingungen. Ich würde ganz kurz was zu unseren Untersuchungen in Südafrika sagen, bevor ich an Simpiwe weitergebe. Wir haben zwischen März 2019 und Februar 2020 drei Zitrusfarmen am Ostkap, eben, und das ist die Hauptanbauregion für Zitrusfrüchte, in Südafrika besucht und dort mit den Arbeiterinnen gesprochen, um mehr über die Anwendung von Pestiziden auf ihren Farmen herauszufinden. Dabei haben wir auf diesen drei Farmen problematische BASF-Pestizide gefunden. Die drei Farmen sind Niveland, Hillside und Pansy. Einige dieser BASF-Produkte und auch sozusagen Pestizidwirkstoffe sind nicht in der EU genehmigt. In Niveland beispielsweise haben wir das BASF-Herbizid Trevix gefunden. Das enthält den Wirkstoff Safrofenacil. Safrofenacil ist nicht genehmigt auf EU-Ebene und dieser Wirkstoff und andere Herbizide werden auf der Farm mit dem weiteren BASF-Produkt DASH benutzt.
DASH ist ein Beimittel, das heißt, es verstärkt bei der Ausbringung die Wirkung von Herbiziden und Fungiziden. Und laut Produktbeschreibung verursacht DASH schwere Augenschäden und kann beim Eindringen in die Atemwege sogar tödlich sein. Auf der Farm Hillside wird auch Trevix eingesetzt. Auf der Farm Pansy haben wir das BASF-Insektizid Hunter 24 gefunden. Hunter enthält das in der EU nicht genehmigten Wirkstoff Chlorfenapyr. Der gilt als gesundheitsschädlich beim Verschlucken und giftig beim Einatmen. Wir erleben in Südafrika eine hochriskante Situation in Kombination für die Landarbeiter und Landarbeiterinnen, die vor allem darin besteht, dass es auf der einen Seite diese hochgefährlichen Pestizide geht und das Ganze trifft auf eigentlich unzureichenden Arbeitsschutz. Aber die Details dazu wird uns Simpive geben. Ich werde ihn gleich fragen, dass er oder Sie als Kanisa arbeiten ja vor allem in der Provinz Ostkap mit ArbeiterInnen im Zitrussektor. Viele dieser Farmen exportieren auch auf die Märkte in Europa und in den USA. Diese drei Farmen, von denen ich eben sprach, exportieren alle nach Europa. Und es werden hochproblematische Pestizide und Wirkstoffe eingesetzt. Und ich würde gern von ihm wissen, was sind die Hauptprobleme, mit denen die ArbeiterInnen bei der Anwendung dieser Pestizide zu tun haben auf diesen Farmen, die wir im Rahmen unserer Studie untersucht haben. Simpiwe, you are working with farm workers in the Eastern Cape and the majority of them are working in the citrus sector, and many of these farms they're exporting to the markets in the US or in Europe. For instance, Niverland, Pansy, and the Hillside, the ones we have visited in the course of our research, all of them are exporting to Europe, and some of them, and they are also using highly problematic pesticides and active ingredients. What are problems regarding the use and application of these pesticides on the farms you were visiting in the course of this research? Thank you. As we visit the farms, we found that workers are not being given proper equipment such as masks and gloves when they are handling or when they are applying these pesticides. And these lead to consequences in which the health of the workers is compromised. For example, workers will have a sore throat, getting sick, and some of them become hospitalized. There's one worker, for example, in Neverland, who had to spend about 6 months in hospital. He was diagnosed with TB. That TB was linked to the work he's doing on the farm that is being exposed to pesticides. Then secondly, some of the workers, in some instances, also the problems in which, for example, the water irrigation system on farms at times is linked to the water being consumed by people who stay on farms. So this leads to those who use water on farms for consumption, drinking water we've got pesticides. So these are all problems which are linked to the use of these pesticides on farm. And last point around this is the fact that some of the distance in which the law requires between the houses as well as the trees on the farm is too short than it is allowed by the law. So when the farm workers were using spray to pesticides the trees, this begin to affect those who stay on farms. And remember that there are also children in those farms who stay there on farms. Thank you, Simpiwe. Give me a second to translate very briefly. Simpiwe hat gesagt, es gibt natürlich sozusagen die verschiedensten Effekte für die ArbeiterInnen auf diesen Farmen und auch für ihre Familien.
Ein Aspekt ist, dass es in vielen Fällen keine ausreichende Schutzausrüstung für die Arbeiter und Arbeiterinnen gibt. Zum Beispiel keine Masken, keine Handschuhe. Ein zweites großes Problem ist, dass Arbeiter krank werden, dass die Und er hat drittens gesagt, das große Problem ist Trinkwasser. Auf manchen Farmen oder auf den Farmen, auf einen der Farmen, die wir besucht haben, müssen die BewohnerInnen und die ArbeiterInnen auf den Farmen ihr Trinkwasser aus Reservoirs schöpfen, die in unmittelbarer Nähe sind zu den Plantagen, wo die Pestizide ausgebracht sind. Und sozusagen auch davon auszugehen ist, dass Pestizidrückstände in dieses Wasser hineinkommen. Das Wasser trinken alle auf der Farm, also auch die Kinder, und damit wird ihre Gesundheit gefährdet. Und als letztes, als viertes hat er gesagt, dass oft die Abstände zwischen den Plantagen auf der einen Seite und den Wohnungen, Behausungen, wo die ArbeiterInnen wohnen, zu gering sind, was eigentlich sogar auch illegal ist. Das heißt, immer dann, wenn Pestizide zum Einsatz kommen, besteht die Gefahr, und dass die Leute, die dort wohnen, dadurch auch gefährdet sind. Noch eine letzte Frage an Simon Piebe, bevor wir weiterreisen nach Brasilien. Ich glaube, es ist relativ offensichtlich geworden, dass der sichere Einsatz von Pestiziden in Südafrika ein Mythos ist. Und ich würde gern von ihm wissen, was aus seiner Perspektive sich politisch ändern muss, damit sich die Situation für die ArbeiterInnen verbessert. Simon Piebe, I think it was obvious, or it is quite obvious, that the safe use of pesticides on these farms and also the safe use of these products from BASF and others is just a myth. What needs to change politically from your point of view in order to improve the situation for farm workers? Yes. Of course, workers have raised a number of demands to say that this is the thing that it could change their conditions. For example, among others, is that they demand that they must be given equipment to protect themselves, such as masks, when they are using this. And they also demand that they need to be given also in life insurance, medical insurance, which should be paid by paid by government as well as by the bosses. And they also demand that there ought to be a stop of using pesticides, which is allowed in the EU, to be stopped to be used in South Africa. They believe that they are also as well, they are human beings. They can't be in double standard. There are some of the demands they are putting forward as workers. Thank you so much. So Hiebe betont, dass das jetzt die Forderungen der Arbeiterinnen sind. Es gibt natürlich eine Vielzahl von verschiedenen Forderungen. Forderungen sowohl an die südafrikanische Regierung als auch an die Land-, als auch an die Farmbesitzer, zum Beispiel ausreichend Schutzkleidung bereitzustellen, aber auch eine Krankenversicherung für die ArbeiterInnen abzuschließen. Und als zweites sozusagen dann direkt gegenüber der südafrikanischen Regierung, dass die Pestizide und die Pestizidwirkstoffe, die in der EU nicht erlaubt, auch in Südafrika verboten werden, nämlich denn die Arbeiter in Südafrika sind genauso menschliche Wesen wie in anderen Regionen, wie in anderen Regionen der Welt auch, und müssen entsprechend geschützt werden. Thank you, Simpiwe. Thank you. For the rest of the session, and yes. We will also be here in order to answer questions. Simpiwe, er bleibt uns noch erhalten. Das heißt, wenn ihr Fragen an Simpiwe hättet, dann schreibt sie bitte in das Q&A hinein. So viel aus Südafrika. Wir reisen jetzt weiter nach Brasilien. Vielen Dank. Ja, vielen Dank euch beiden. Danke Simpiwe, danke Jan auch für die Übersetzung. Genau, das F&A wird hier schon fleißig benutzt.
Zum Teil klappt das auch schon sehr gut, dass direkt dazu geschrieben wird, an wen sich die Frage richtet. Aber denkt bitte alle nochmal daran, dass ihr das möglichst macht, den Namen gleich dazu mit zu schreiben. Dann können wir später in der Diskussion das besser sortieren und mehr Fragen beantworten. Das wäre sehr gut. Genau, bevor wir nach Brasilien weiterreisen, so un momentinho, Fran, wir machen noch eine zweite kleine Umfrage als Überleitung nach Brasilien. Können wir die nochmal sehen, die Umfrage? Die Frage lautet, wie hoch ist der jährliche Pestizidverbrauch in Brasilien? Wir haben hier mal als Vergleich den Pestizidverbrauch, also Absatz, Inlandsabsatz von Deutschland mit dazugenommen. Der liegt bei 35.000 Tonnen pro Jahr. Die Zahlen beziehen sich auf 2017. Und jetzt könnt ihr hier tippen. Liegt der in Brasilien bei 50.000 Tonnen, bei 220.000 Tonnen, bei 550.000 Tonnen oder bei 770.000 Tonnen? Ihr dürft jetzt einmal abstimmen. Auch hier aufmerksame Leser und Leserinnen unserer Broschüre können diese Frage mit links beantworten. Und jetzt sehen wir die Ergebnisse. Die meisten haben hier getippt für 550.000 Tonnen und das ist richtig. Vielen Dank. Fran, agora vamos. Sim. Eu só apresentei uma pequena pergunta para introduzir o tema do uso de agrotóxicos no Brasil. Eu vou introduzir você primeiramente em alemão e depois já vamos para a entrevista. Ok. Ich werde als erstes noch mal kurz Fran vorstellen. Fran Paula de Castro arbeitet bei der NGO FASI Mato Grosso. Mato Grosso ist einer der zentralen Bundesstaaten in Brasilien, wo wirklich das Agrobusiness sehr stark präsent ist, vor allem mit Sojaanbau. Und sie ist, oder auch Fasi Mato Grosso, ist aktives Mitglied der Campagna Permanente contra os Agrotóxicos e pela Vida. Das ist ein zivilgesellschaftliches Netzwerk in Brasilien, das schon seit Jahren fordert, dass auch Pestizide, die in der EU nicht genehmigt sind, in Brasilien nicht vertrieben werden dürften. Wir freuen uns sehr, dass Fran hier heute mit dabei ist und ich werde ihr gleich die erste Frage stellen. Die lautet, Brasilien ist eins der Länder mit dem höchsten Pestizideinsatz weltweit. Das haben wir gerade gesehen in der Umfrage. Was sind die Auswirkungen auf die Bevölkerung insgesamt? Fran, a primeira pergunta é, Brasil é dos países com maior uso de agrotóxicos do mundo. Quais são as consequências para a população em geral? Boa tarde, boa noite já aí, né? Então, a população ela está exposta diretamente a um adoecimento. Então, a gente tem um alto grau de insegurança alimentar e considerando que temos também alto índices de contaminação da saúde humana, contaminação ambiental, contaminação dos alimentos e até da água que é consumida pela população. Então, isso tem sido demonstrado através de várias pesquisas e estudos que a gente tem realizado nos últimos anos no Brasil e que reforçam essa impossibilidade do uso seguro. Ja, danke, Fran. Ich werde kurz übersetzen. Fran sagt, also wünscht erstmal noch einen schönen Nachmittag. Beziehungsweise bei uns schon guten Abend. Die Bevölkerung wird durch den Einsatz von Pestiziden einerseits krank und es ist aber auch ein großes Problem, dass für viele Menschen in Brasilien Ernährungsunsicherheit herrscht. Und durch den Pestizideinsatz oder der Pestizideinsatz gefährdet die menschliche Gesundheit, auch die Umwelt, die Lebensmittel und sogar das Trinkwasser wird mit Pestiziden kontaminiert. Das zeigen zahlreiche Studien, die in den letzten Jahren auf nationaler Ebene durchgeführt wurden und auch zum Teil von der Campagna Permanente mit veröffentlicht wurden. Und eben das zeigt auch nochmal jetzt im Fall Brasilien, wie eben eine sichere Anwendung von Pestiziden nicht möglich ist. Ich gehe zur zweiten Frage über an Fran.
möchte Sie fragen, was bedeutet der enorme Pestizideinsatz für ohnehin schon marginalisierte Gruppen wie Indigene und wie sind diese betroffen? Fran, a segunda pergunta seria: Quais são as consequências do uso de agrotóxicos para grupos já marginalizados, como indígenas, por exemplo? Como eles estão afetados especificamente? Porque os territórios dos povos indígenas e povos e comunidades tradicionais no Brasil têm sido pressionados com o avanço do agronegócio, né, sobre esses territórios. E aí o agronegócio chega com um modelo agrícola que é quimicamente dependente, né, do uso de agrotóxicos, e que expõe a saúde desses povos dentro dos seus próprios territórios. Então, é muito recorrente no Brasil denúncias e casos de pulverização aérea sobre aldeias indígenas e comunidades quilombolas, onde o agrotóxico tem sido utilizado como uma arma química para expulsar esses povos, né, de suas terras. E isso se dá de forma bem violenta, né, violando leis e também princípios de proteção à saúde e à vida dos povos indígenas, dos povos tradicionais. Obrigada, valeu. Also Fran sagt, dass traditionelle Gemeinschaften in Brasilien, wie indigene Gruppen oder auch sogenannte Quilombolas, das sind Gemeinschaften von Nachfahren von schwarzen Sklaven und Kindern, dass diese eben direkt vom Vordringen des Agrobusiness in ihre Gebiete betroffen sind. Dieses Agrarmodell, das eben von chemischen Inputs, darunter auch Pestiziden, abhängt, gefährdet das Leben dieser Bevölkerungsgruppen auf ihrem eigenen Land. Und häufig werden Pestizide aus Flugzeugen über indigenen Dörfern oder auch Gemeinden von traditionellen Gemeinschaften ausgebracht. Da haben wir auch zwei Fälle eben in unserer Studie dokumentiert, eins mit einem mit dem Bayer Pestizid Nativo. Und in manchen Fällen werden diese Pestizide, die aus dem Flugzeug gesprüht werden, auch als chemische Waffe eingesetzt, sagt sie, um eben diese traditionellen Gemeinschaften von ihrem Land zu vertreiben. Dabei werden Gesetze missachtet und auch Schutzmaßnahmen, die eigentlich die Gesundheit dieser Menschen sichern sollen. Ich gehe jetzt zur letzten Frage über an Fran. Kannst du noch etwas zu den politischen Rahmenbedingungen in Brasilien aktuell sagen? Welche Rolle spielt hier die Politik und ganz im Spezifischen die Regierung des aktuellen ultrarechten Präsidenten Bolsonaro? Welche ist seine Rolle im Geschäft mit Pestiziden? Fran, a última pergunta. Pode explicar pouco a situação política atual no Brasil? E qual o papel, joga o governo do presidente Bolsonaro, da extrema-direita, no negócio com agrotóxicos? O governo Bolsonaro, ele adota uma política que é uma política da morte, né? Onde o lucro fica acima da vida das pessoas, da vida do meio ambiente e tudo mais. Desde que ele assumiu, e a gente consegue observar isso muito no tema dos agrotóxicos. Desde que ele assumiu o seu mandato em 2019, né, como já foi mencionado aqui, foram liberados mais de 550 novos registros, né, novos agrotóxicos no país. E quando a gente compara isso aos governos anteriores, é uma diferença muito grande, né? E destes 550, 44% não são permitidos na União Europeia. E é uma situação muito preocupante, porque o governo tem dado total autonomia ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o ministério que é comandado por ruralistas, né? E esse ministério tem tomado medidas e ações já tem algum tempo, e agora foram intensificadas essas ações que visam agilizar e flexibilizar a legislação para que se utilize mais agrotóxicos no país. Mais recentemente, este ministério, o MAPA, ele adotou uma medida que foi um protocolo, né, que previa, interno, que previa a dispensa dos órgãos, né, para analisar agrotóxicos, dispensa de órgãos do meio ambiente, da saúde, para poder acelerar o processo de registro, né. No início do mês,
Isso foi revogado pelo Supremo Tribunal Federal, mas a todo momento são essas ações, né, que o governo realiza para poder flexibilizar a legislação, né? Então, o governo muito, ele é muito voltado para os interesses, né, de multinacionais, indústria, do setor ruralista, né? Então, tem muita influência no âmbito do legislativo, né, brasileiro. E um outro desafio, né, neste governo é garantir a participação social e o controle social, que vários espaços, né, onde nós, enquanto sociedade, participava para monitorar, né, tudo isso, foram fragilizados ou desfeitos, né, com no atual governo. E isso é muito preocupante, então é a campanha permanente contra os agrotóxicos vem intensificando, né, esse monitoramento, mas com muita dificuldade também por conta disso. Muito obrigada, Fran. Ich werde auch versuchen, das zu übersetzen. Die Fran erzählt eben, dass die Regierung von Bolsonaro, sie sagt, sie setzt eine Politik des Todes um, die eben den Profit über das Leben stellt. Wir können das auch ganz konkret an der Pestizidpolitik beobachten. Vorhin hatte Ben schon gesagt, dass Bolsonaro seit seinem Amtsantritt Anfang 2019 oder dass unter seiner Regierung mehr als 550 neue Pestizidprodukte zugelassen wurden. Ganz kurze Anmerkung, da geht es eben um Produkte, nicht um die Wirkstoffgenehmigung. Und von diesen 550 neu zugelassenen Pestizidprodukten sind 44% in der EU nicht zugelassen. Allgemein ist es auch so, hat man ein bisschen erklärt, dass die Bolsonaro-Regierung auch sehr stark unterstützt wird von der sogenannten Bancada Ruralista, also dem Agrobusiness in Brasilien. Und unter anderem hat Bolsonaro dem Landwirtschaftsministerium jetzt noch viel stärkere Autonomie gegeben, um Maßnahmen umzusetzen, die den Einsatz von Pestiziden noch mehr erleichtert. Sie hat erzählt, dass Anfang dieses Monats die zuständige Behörde AMAPA ein Protokoll quasi verfasst hat, das nochmal erlaubt, dass die Registrierung von Pestizidprodukten noch schneller durchgeführt wird. Und also grundsätzlich werden die Kontrollmechanismen bei diesen Zulassungsprozessen, bei der Regulierung von Pestiziden geschwächt. Und was aber auch ein großes Problem ist, auch in Brasilien, sind eben die sogenannten Shrinking Spaces, also dass die Teilhabe an politischen Prozessen durch zivilgesellschaftliche Organisationen unter der aktuellen Regierung von Bolsonaro nochmal sehr stark geschwächt wurde in letzter Zeit. Und da ist eben die Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida sehr besorgt über diese Entwicklungen. Ich bedanke mich jetzt noch ganz herzlich bei Fran. Fran, muito obrigada. Você também vai ficar aqui, né, para responder as perguntas que eu vou trazer mais tarde. Tá bom. Genau. Okay. Also auch an Fran könnt ihr gerne noch weiter Fragen notieren im F&A, gerne mit dazu schreiben an Fran und dann können wir das dementsprechend sortieren und zuordnen. Wir sind jetzt auch schon angekommen bei dem Punkt, wo wir dann tatsächlich mit diese Fragen beantworten wollen. Es sind wirklich schon einige Fragen hier eingegangen.